Heute machen wir die neueste Riesenlabyrinth-Bau-Challenge. Aber ich werde meine Hacker-Skills rauspacken, um das krasseste Labyrinth zu bauen. Und das wird wirklich das größte Labyrinth aller Zeiten. Schaut euch das mal an. Aber was meine Freunde auch nicht wissen, dass ich super gefährliche Feinde ins Labyrinth reinbauen werde. Wie zum Beispiel richtig böse Mobs, die meine Freunde versuchen aufzufressen. Jetzt lass mal schauen, wo sie Lucky Nanny und Billy stecken. Und damit willkommen zu der neuen Bau-Challenge. Wer von euch ist schon bereit? Sim Lucky, bist du bereit? Ich bin bereit, Ukri. Okay. Nun, das ist ja eine richtige Kampfansage. Nanny, bist du bereit? Ich bin natürlich bereit. Ich habe ganz viele Torten schon fertig gemacht. Die werde ich aufessen. Okay. Das sind ein bisschen viele Torten. Billy, was mit dir, Junge? Bist du bereit? Ist natürlich bereit, Alter. Aber warte mal, worum geht's heute? Oh, stimmt. Ich habe es euch noch gar nicht verraten. Heute werden wir ein riesiges Labyrinth bauen. Ich hoffe, dass es riesig wird, weil ich werde ein riesiges bauen. Leute, ich würde sagen, ihr habt 10 Minuten Zeit, um das Mega-Labyrinth zu bauen. Geht auf eure Seite, Simlucky, du auf die rote Seite. Natürlich, Billy, du auf deine pupsi Seite. Ich bin schon richtig gespannt. Ich werde auf jeden Fall so ein schlechtes Labyrinth bauen. Ja, ja. Okay. Okay, schau mal, ich mache ein MLG und zack, boom, let's go. Oh Mann, schön gemacht, Simlucky. Nicht mal geschafft. Egal, weißt du was? Ich fange sofort an, denn ich muss heute das beste Labyrinth aller Zeiten bauen, Leute. Leute, ihr wisst doch, eigentlich hacke ich immer rein, aber heute werde ich das Labyrinth wirklich mit eigenen Händen bauen. Und dafür brauche ich nur meine magische Axt, Leute. Ja, das ist kein Hack, Leute. Das ist wirklich der Mod und der ist hier installiert. Deswegen, den hat wirklich jeder. Dafür muss ich einfach hier vorne diese Stelle hier markieren. Zack. Und wir gehen direkt auf die ganz andere Seite. Komplett auf die andere Seite, Leute. Bauen hier ein bisschen hoch. Markieren uns hier vorne diese Stelle, Leute. Und jetzt gehen wir den Command ein. /walls Diamantenblöcke. Denn Leute, natürlich bauen wir unser Labyrinth wieder aus Diamantenblöcken, weil einfach Diamantenblöcke meine Lieblingsblöcke sind, Leute. Das wisst ihr doch schon alle. Ich liebe einfach Diamanten. Okay, und jetzt müssen wir... was machen wir als nächstes? Das hier wird der Bereich sein, wo unser Labyrinth drin ist. Obwohl, warte mal, der muss eigentlich noch viel größer werden, oder nicht? Boom, Leute, das wird unser riesiges Labyrinth sein. Das wird so riesig, Leute. Jetzt müssen wir es nur noch ausfüllen von innen. Junge, das ist größer als die Mauer, als alles hier. Und ich sehe schon dort vorne, Nanny fängt schon an. Kann ich bei den anderen vielleicht auch noch ein bisschen rüberspicken? Nee, bei Simlucky ist noch gar nichts. Bei Billy sehe ich dort, das ist noch nicht, das ist zu weit weg. Aber wisst ihr was, Leute? Egal, wir werden uns nicht ablenken lassen. Wir fangen jetzt sofort an und erstmal müssen wir einen geheimen Eingang in unser Labyrinth reinbauen. Hier vorne wird unser Labyrinth drin sein und jetzt müssen wir einen geheimen Eingang reinbauen. Wo sollen wir hin? Ich habe eine gute Idee. Wir bauen den hier vorne hin, Leute. Let's go. Aber wisst ihr was? Wir werden hier so einen Fake-Eingang reinmachen. Den habe ich schon mal gebaut und Leute, der war so lustig. Ich habe meine Freunde damit sowas von geprankt. Hier vorne bauen wir Schilder hin. So, zack, zack, zack. Und den könnt ihr natürlich auch euren Freunden als Prank so machen, Leute, weil das ist eigentlich voll lustig. Überall Schilder, so, zack. Und jetzt nehmen wir uns ein Bild, Freunde. Ein Gemälde heißt das. So, zack, Gemälde haben wir genommen. Und boom, jetzt platzieren wir das. Einmal hier und einmal da. Und jetzt kann man da einfach durchgehen. Das heißt, hier vorne ist sozusagen ein Eingang, der ein bisschen getarnt ist, hinter diesem Bild. Aber Leute, wie ihr wisst, weiß eigentlich gefühlt jeder, dass dieser Trick in Minecraft geht, dass man hinter ein Bild gehen kann. Und deshalb wäre ich hier vorne eine richtig coole Falle für meine Freunde hinbauen. Falls meine Freunde nämlich hier reingehen, werde ich einfach hier unten so ein kleines Loch reinbauen. Leute, hier vorne werden wir einfach diesen Block hier benutzen. Das ist so ein getarnter Grasblock. Aber wenn man da drauf geht, dann fällt man einfach runter. So, das platzieren wir hier überall. Zack, zack, zack. Und hier auf der Seite auch noch einmal, damit das alles hier ein bisschen größer ist. Und einen Moment mal, darunter müssen wir noch Stacheln platzieren, Leute. Und wir nehmen natürlich die fiesesten Stacheln aller Zeiten. So, wir nehmen die Diamantenstacheln, weil die passen natürlich richtig gut zu meinem Diamantenlabyrinth. So, perfekt, Freunde. Die platzieren wir hier unten. Und jetzt haben wir hier Stacheln. Und wenn die hier runterfallen, also durch das Bild gehen, dann fallen die hier einfach runter auf die Stacheln und kriegen richtig viel Schaden. Leute, wir können das Ganze natürlich mit unserem Versuchshühnchen ausprobieren. Dann werdet ihr ungefähr sehen, was mit dem Lucky und den anderen passieren wird. Schaut, Leute, das Huhn fällt hier runter und... Alter, das ist ja direkt draufgegangen. Junge, wie viel Schaden machen bitte sehr diese Stacheln? Okay, ich kann es kaum abwarten. Ich werde meine Freunde so hopsieben. Es wird so lustig am Schluss. Und ich bin auch echt gespannt, was die bauen werden. Also schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. So, wir müssen uns auch wirklich beeilen. Ich würde sagen, wir machen hier vorne noch so einen kleinen geheimen Gang rein, sodass unsere Freunde denken, dass es hier weitergeht und die auch hier reingehen. Also, die denken, ja, es geht hier um die Kurve, aber eigentlich fallen die hier direkt runter. Und danach müssen wir noch den originalen Eingang bauen. So, erster Fake-Eingang ist einfach schon fertig gebaut, Leute. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, den echten Eingang reinbauen. Wo sollen wir den echten Eingang platzieren? Lass uns dafür, glaube ich, einfach hier vorne eine Ghost-Tür nehmen. Und eigentlich ist das ein bisschen zu...
schwer, würde ich sagen. Zu schwer, um die zu finden. Weil, Leute, schaut mal an, was passieren wird, wenn ich hier vorne einfach so eine Ghost-Tür platziere. Ich meine, es ist unmöglich, die zu finden. Außer man kriegt hier wirklich die ganze Wand an. Aber das dauert ja Ewigkeiten. Deshalb lasst uns was anderes diesmal hinbauen. Was können wir für den Eingang benutzen? Wir werden hier vorne so ein Schild platzieren, Leute. Und hier werden wir jetzt einen Pfeil irgendwie reinzeichnen. Wie sollen wir hier einen Pfeil reinzeichnen? Ah, ich habe eine gute Idee. Vielleicht so, zack, zack. Ah, okay, das sieht echt ein bisschen aus wie ein Pfeil. Das sind einfach so ganz viele Vs und die zeigen sozusagen nach unten. Und hier unten, würde ich sagen, machen wir jetzt einen geheimen Eingang rein, okay, Leute? Oder noch eine bessere Idee, wir schnappen uns so eine Secret Chest, Leute. Wir platzieren die hier vorne. Die ist jetzt getarnt als normaler Grasblock, Leute. Aber wenn man da drauf drückt, dann kommt man einfach hier vorne in eine Kiste rein. Und in diese Kiste werden wir jetzt einfach mal, was können wir dort reinpacken? Ich habe eine gute Idee. Wir packen dort einfach mal eine Enderperle, obwohl... Noch bessere Idee. Wir packen dort einen Knopf rein. Boom, zack. Ein richtig cooler Knopf. Okay, voll cool. Jetzt schnappen wir uns so eine Secret Eisentür. Die ist richtig krass getarnt, Leute. Boom, die zacken, packen wir hier vorne hin. Und jetzt platzieren wir hier ein Schild und machen mal hier vorne einen Pfeil hin. So, vielleicht. So, Leute, ich habe was Gutes gefunden. Wir packen hier einen Pfeil hin. Und dann muss man sozusagen den Knopf hier vorne platzieren. Und wenn man den Knopf hier vorne platziert, kriegt man diese Tür auf. Die kriegt man normalerweise nicht auf. Schaut, Leute, ich drücke da drauf und da passiert nichts. Aber wenn wir den Knopf aktivieren, dann geht hier die geheime Tür auf. Und der Knopf ist hier unten versteckt. Okay, Leute, das ist das erste Level sozusagen, um hier in unser Labyrinth erstmal reinzukommen. Und jetzt fängt es erst richtig an mit dem Labyrinth. Und das müssen wir jetzt bauen, Leute. Und dafür werden wir hier vorne einfach so ein paar Blöcke platzieren, Leute. Und ja, das müssen wir jetzt einfach riesengroß machen eigentlich alles. Weil, und richtig lange machen. Wir haben halt nicht viel Zeit, deswegen müssen wir uns echt beeilen. Wir müssen einfach hier vorne ganz viele Blöcke platzieren. Dann einmal hier in die Richtung. Dann, ja, in die Richtung, Leute, sozusagen ein Labyrinth. Und dann machen wir hier vorne eine Sackgasse rein. Ey, das kann so lange dauern. Das kann so lange dauern, Leute. Aber ich denke mal, ihr wisst alle, wie ein Labyrinth aufgebaut ist. Und ja, das müssen wir jetzt bauen, Leute. Wir bauen jetzt ein riesiges Labyrinth. Und danach werden wir in dieses Labyrinth richtig viele Fallen reinbauen, um unsere Freunde nochmal richtig krass zu pranken. So, dann geht's in die Richtung. Hier vorne geht's in die Richtung. Leute, ich würde sagen, damit das Ganze hier schneller geht, lasst mal alle ein Like da und ein Abo. Und dann können wir vielleicht mit euren magischen Kräften, oh ja, mit euren magischen Kräften, kriegen wir dann das Labyrinth in riesengroßen innerhalb von einer Sekunde. Vertraut mir, das funktioniert, Leute. Lasst alle ein Like da und ein Abo, damit wir jetzt das Labyrinth fertigstellen. In 3, 2, 1 und alle liken, abonnieren, damit wir das Labyrinth fertigstellen. Let's go! Boom, Leute! No way hat das funktioniert, Leute. Ihr seid die Besten. Man munkelt, ich habe das gerade alles selber schnell gebaut. Aber naja, Freunde, für euch war es jetzt ganz, ganz kurz. Und ja, jetzt schaut euch das mal an. Jetzt können wir das Ganze mal nochmal uns gemeinsam anschauen. Hier vorne ist der Eingang. Wenn man hier einen Knopf platziert, dann kann man hier vorne rein. Zack, boom. Und dann ist man hier vorne im Labyrinth drin, Leute. Zack. Und hier fängt es dann sofort an, richtig verwirrend zu sein. Schaut euch das an. Hier vorne eine Sackgasse, hier vorne eine Sackgasse. In welche Richtung muss ich rennen? Ja, das ist die Frage, Leute. Hier ist eine Sackgasse, da ist eine Sackgasse. Ey, das wird so schwer, Leute. Ich glaube, die werden hier wirklich gefühlt ein Jahr brauchen, um aus diesem Labyrinth rauszukommen. Weil das ist ja einfach riesig, Leute. Und hier vorne habe ich mir überlegt, baue ich eine kleine Falle hin. Weil der Eingang ist dort vorne und der Ausgang, den habe ich mir irgendwo... wo habe ich den Ausgang hingebaut? Ah, hier vorne ist der Ausgang. Also hier vorne ist der Ausgang sozusagen das Ziel. Aber Leute, wir werden das Ziel hier verstecken und hier vorne nehmen wir uns so, zack, ein Leuchtfeuer. Das platzieren wir hier in der Mitte und dann aktivieren wir das am besten auch. Wie aktiviert man nochmal so ein Leuchtfeuer? Weiß das jemand von euch? Ich glaube mit Eisenblöcken da drunter. Wow, es hat ja richtig gut funktioniert. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, schaffen wir uns doch blaues Glas, weil blaues Leuchtfeuer ist einfach das Beste. Ich meine, blaue Farbe, schaut euch mal an, wie schön die aussieht. Wow. So, jetzt bauen wir das alles hier vorne nochmal zu. Zack. Und das hier? Leute, ich frage euch, was macht hier ein Leuchtfeuer? Leute, ich sage euch ganz ehrlich, das ist einfach nur zur Verwirrung da. Das ist einfach nur zur Verwirrung da. Wir werden hier vorne sozusagen ein Leuchtfeuer platzieren. Und hier vorne ist der Eingang. Und dann werden die denken, ah, warte mal, ich sehe da noch was. Muss ich da etwa hin? Okay, da gehe ich ganz schnell hin. Dann werden die dorthin kommen, versuchen, irgendwie hinzukommen, Leute. Und ja, ganz am Schluss ist da einfach nur ein Leuchtfeuer und mehr nicht. Und der richtige Ausgang ist eigentlich dort vorne. Wir sind so fies. Und hier beim Leuchtfeuer werden wir noch ein paar Fallen hinbauen. Nämlich, Leute, habe ich mir was überlegt. Wir schnappen uns hier vorne ein ganz bestimmtes TNT. Welches können wir uns schnappen? Oh, wir nehmen uns ein richtiges OP-TNT. Teilendes TNT. Alter, okay, das ist vielleicht sogar viel zu
krass. Wir wollen doch nicht alles hier kaputt machen. Nee, das wäre gar nicht gut. TNT mal 500? Nee, das ist auch zu krass, glaube ich. Wir testen mal dieses TNT aus. Was macht dieses TNT? Das testen wir mal irgendwo aus, aber nicht bei uns im Labyrinth, Leute. So, Leute, das TNT wird angezündet. Und jetzt bitte, wie ist es nicht so groß, dass mein ganzes Labyrinth da hinten explodiert. Und... lol. Okay, das ist eigentlich lustig. Das ist klein, aber das ist fein, Leute. Und genau das habe ich eigentlich auch gesucht. Haha. Mit diesem TNT werden wir jetzt eine richtig coole Falle bauen. Wir machen hier unten das Bedrock weg erstmal. So, zack. Gehen hier rüber. Und dann /cut. Let's go, Leute. Jetzt machen wir hier eine kleine Schicht voller TNT rein. Boah, ich hoffe, das geht jetzt noch nicht in die Luft, Leute. Müssen auf jeden Fall aufpassen. Das Feuerzeug machen wir jetzt mal lieber weg. Zack. Hier vorne markieren wir uns die Stelle und dann werden wir jetzt alles ausfüllen auf dieser Stufe. So, boom. Ich glaube, das müsste das Richtige sein. Oh ja, jetzt haben wir hier die ganze Fläche voller dieses TNT. Ich habe eigentlich voll eine gute Idee. Wir können das hier eigentlich alles wegmachen. So, zack. Und jetzt werden wir hier oben einfach geheime Druckplatten platzieren. Wie wäre es damit, Leute? Statt Grasblöcke platzieren wir hier einfach hier oben geheime Druckplatten. Unsere Freunde werden bestimmt denken, dass hier bei diesen Biegen irgendwas sich versteckt. Aber nein, Leute. Also eigentlich versteckt sich doch was dort. Geheime, getarnte Druckplatten. Und wenn man die hier einmal drückt oder einmal hier drauf geht, ne, Leute, auf diesen Grasblock, dann aktiviert sich darunter das TNT und dann fliegt alles in die Luft und meine Freunde gehen drauf und haben ein Herz verloren und sozusagen bei 3 Herzen, wenn sie verlieren, sind die ausgeschieden und ich habe gewonnen, Leute. Und das ist ja natürlich mein Ziel, um die komplett hops zu nehmen. Ja, mal schauen, ob das ganze TNT dort unten dann explodieren wird. Das wird auf jeden Fall super lustig. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Level, weil das war ja erst das erste Labyrinth, aber jetzt wird es noch schwieriger, denn das Labyrinth hier ist ja nur ein kleines in einem Riesenlabyrinth. Und wir müssen uns echt beeilen, weil wir haben sehr, sehr wenig Zeit nur noch. Lass uns noch eine coole Falle hinbauen. Was ich auch ganz vergessen habe, wir müssen auf jeden Fall in dieses Labyrinth auch richtig coole Fallen reinbauen. Wie zum Beispiel hier vorne bauen wir einfach ein Geschütz hin. Zack, Leute. Und falls hier jemand vorbeigeht, dann wird der einfach richtig mies von diesem Geschütz attackiert, Leute. Boom. Das wird sich ausfahren und nach einem angreifen. Vielleicht auch noch ein paar andere Fallen. Wie zum Beispiel die Käfigfalle. Die werden wir einfach hier am Anfang vielleicht platzieren. Vielleicht ist jemand so lost und geht da einfach drauf. So, zack. Und wenn man das hier berührt, dann wird man einfach eingesperrt sozusagen und kommt da nie wieder raus. Das wäre auf jeden Fall auch super lustig. Vielleicht, was könnten wir noch platzieren? Mehr Geschütze, ganz genau, Leute. Hier vorne vielleicht noch ein Geschütz hin. Zack. Das wird so lustig, Leute, ganz ehrlich. Ich kann es kaum abwarten. Natürlich darf auch nicht ein Lava-Jump fehlen. Wo bauen wir den hin? Ich würde sagen, wir machen den hier vorne hin. Meine Freunde müssten, hier ist hier so eine gerade Fläche, aber die müssen hier über die Lava springen. Und falls jemand das nicht schafft, dann fällt er in die Lava rein. Mal schauen, wer das nicht schaffen wird. Oh, ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, ich wäre einer, der reinfällt. Nee, doch nicht. Ich habe es geschafft. Ich bin der beste, Leute, natürlich. Irgendwo hier vorne machen wir am besten noch einen Spawner hin, um unsere Freunde komplett hops zu nehmen. Vielleicht hier vorne. So, hier machen wir ein bisschen frei, Leute. Und zack. Hallo. Kein Schweine-Spawner. Wir machen hier natürlich einen Wüsten-Zombie-Spawner hin, weil Wüsten-Zombies können bei Tags nicht verbrennen, Leute. Und das wird super lustig. Dann werden die hier so lang gehen und auf einmal kommt da einfach ganz viele Zombies und ein Zombie-Spawner auf die zu und die werden die einfach jagen. Das wird auf jeden Fall richtig schrecklich. Jumpscare einfach. Stellt euch vor, man geht hier so entlang. So, zack, zack, zack und dann... Zombie! Und natürlich als letztes dürfen wir keine Laserblöcke vergessen. Die dürfen wir nicht vergessen, Leute, weil die sind super cool. Schaut euch das mal an. Boom. Laser hier. Laser da. Hier ein Laser. Zack. Einfach hier durch das ganze Labyrinth durch. Dann hier ein Laser. Hier ein Laser. Hier ein Laser. Wow, wie viele Laser werden das hier sein, Leute? Let's go. Da ein Laser noch hin. Hier vorne auch noch einen hin. Und hier muss man richtig aufpassen, dass man die nicht berührt, weil sonst geht man direkt drauf. Und was auch richtig cool wäre, zum Beispiel hier vorne, einfach mal so eine Treibsandfalle. So, wir bauen hier unten alles weg. Zack, zack, zack. Und hier bauen wir Treibsand drüber. Und Leute, wenn man das einmal berührt, dann fällt man direkt rein. Das heißt, hier darf man nicht lang gehen. Und ja, was passiert danach? Man fällt hier ins Void rein. Ins Nichts, Leute. Boah, das ist auf jeden Fall richtig intens, Leute. Ein paar Nägel dürfen auch nicht fehlen, Leute. Einfach hier auf dem Boden. Können wir hier nicht? Warte mal, giftige Spikes? Ja, die können wir platzieren. Das sind giftige Spikes, oder wenn man die berührt, dann schießen da giftige Pfeile raus. Ihr seht schon, Leute, ich meine es hier komplett ernst. Es wird nicht einfach aus diesem Labyrinth rauszukommen. Ich werde hier alles nochmal voller Fallen machen, Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten Level. Und das wird ein richtig cooles Labyrinth. Und das wird ein bisschen anders als ein normales Labyrinth. Vertraut mir. Wie gesagt, hier vorne ist der Ausgang dann. Und mal schauen, ob die den finden werden und nicht von den ganzen Fallen draufgehen werden. Mal schauen, Leute. Ich bin echt gespannt. Und hier kommt jetzt ein Wasserlabyrinth rein, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört. Was denkt ihr, wie wird ein Wasserlabyrinth aussehen? Leute, ich verrat's euch. Da werden ganz viele Piranhas drin sein. Oh ja, das wird super spannend. Und dafür müssen wir einfach hier vorne... So,
den Gang ein bisschen weiter bauen. Und zack, jetzt nehmen wir uns Wasser. Oh, haben wir ja schon. Sehr gut. Wir nehmen uns ein Schild, Leute. Das ist, was wir brauchen. So, wir nehmen hier so ein blaues Schild. Zack, Leute. Boom, da platzieren wir auch ein Schild. Und dann hier vorne. So, und hier haben wir jetzt unser Wasserlabyrinth, Leute. Oben platzieren wir jetzt Glas, aber warte mal, nicht normales Glas, Leute, sondern super sicheres Glas. Wo haben wir unser super sicheres Glas? Hier, verstärktes Glas, Leute. Und am besten noch so blaues, Leute, weil blau ist meine Lieblingsfarbe. Schreibt ihr übrigens in die Kommentare, was ist eure Lieblingsfarbe? Ich möchte jetzt ganz, ganz viele Hashtag Team Blau in den Kommentaren sehen. Alle, die Hashtag Team Blau in die Kommentare schreiben, ich gebe euch allen ein Herz. Ich verspreche es euch. Hashtag Team Blau, Leute. Wollt ihr ein Hashtag Team Blau Merch? Aber ja, vom Prinzip her ist das genau das gleiche Labyrinth. Wir werden das jetzt erstmal fertig bauen und dann werden wir ein paar böse Piranha-Fallen reinbauen. So, zack, hier entlang, Leute. Es wird einfach ein Wasserlabyrinth. Und das, warte mal, was, wisst ihr, was auch richtig schwer da dran ist? Dass man einfach im Wasser ja nicht so lange atmen kann. Das habe ich gar nicht bedacht, Freunde. Das wird auf jeden Fall super schwer. Tja, aber so ist das Leben, Leute. So, man muss hier runter und zack. Und dann muss man hier unten einfach so lang schwimmen. Okay, Freunde, wir machen jetzt ein riesiges Wasserlabyrinth. Ich würde sagen, wir werden hier vorne sogar... Warte, wir schnappen uns einen Command-Block. Oder am besten, wir schnappen uns eine Kiste. So, eine Truhe. Obwohl, doch besser hier vorne Command-Block einfach. Zack, wir verstecken den hier unten. Und dann drauf hier einen Grasblock. So, aber erstmal hier unten geben wir den Effekt ein, dass man Wasseraffinität bekommt. Oder Wasseratmung, besser gesagt. Ja, ganz genau. 30 Sekunden Water Breathing einfach mal hier rein. Boom, Leute. Und das heißt, wenn man hier vorne eine Druckplatte aktiviert, dann wird man Wasser Atmung bekommen. Ganz genau. 30 Sekunden lang. Und damit kann man dann den Parcours bestehen, Leute. Mal schauen, ob meine Freunde das schaffen werden. 30 Sekunden sind nicht viel. Aber ich glaube, das wird reichen, um den Wasserparcours hier zu bestehen. Und ja, ich würde sagen, wir bauen den jetzt schnell zu Ende, Leute. So, hier entlang. Leute, lasst doch mal ein Like da und ein Abo, damit der schnell fertig wird. Vertraut mir, das guckst du nicht wirklich. 3, 2, 1. Alle, die noch nicht geliked haben, jetzt schnell machen, Leute. Und boom. Boom, Leute. Als ob das jetzt schon wieder funktioniert hat, Leute. Wow, wir haben ein riesiges Labyrinth, aber fast keine Zeit mehr. Was macht denn... Hä? Was bist du denn für ein Tier? Geh mal raus aus meinem Wasserlabyrinth. Oh, Leute, warte mal. In meinem Wasserlabyrinth ist gar kein Wasser. Einen Moment mal. Das müssen wir natürlich verändern, indem wir uns die Stelle hier vorne markieren. Ah, Leute. Ah, wie soll ich das machen? Wie soll ich da jetzt ganz viel Wasser reinpacken? Ich habe eine Idee. Ich gehe da einfach rein, Leute. Und wir gehen hier einmal durch und platzieren überall Wasser. Und dann sind wir fertig mit unserem Wasserlabyrinth. Haha, mal schauen, ob unsere Freunde den Ausgang finden werden, bevor sie in diesem Wasserloch ertrinken werden. Leute, und was natürlich am Schluss auch noch nicht fehlen darf, ne, sind die ganzen Piranhas, die wir hier drin platzieren werden. Hohoho, das sind fleischblütige oder blutrünstige Piranhas. Hä? Warum attackiert er mich nicht? Hallo? Hallo? Piranha, du musst mir attackieren. Ah! Kinder, boah, was? Wie Schaden machen die? Oha. Oh, Alter, der hat mich durch das Glas gehittet. Okay, die sind echt krass. Die sind echt krass, die Piranhas. Leute, und von denen werden wir jetzt einmal ein bisschen mehr hier drin platzieren. Und wir müssen denen natürlich auch einen Name-Tag geben, damit die nicht despawnen. Das heißt, wir geben hier ein Namensschild, Leute. Und wir nennen die einfach jetzt die... Wie sollen wir die nennen? Wir nennen... So Lucky stinkt, oder? Wir nennen die so... Ihr stinkt. Oder wir nennen die Ihr stinkt, Leute. Dann werden meine Freunde richtig ausrasten. Nelly und Billy und so Lucky. Ihr stinkt, wer die Piranhas heißen. Dann werden die auffressen. Und dann steht da, Ihr stinkt hat euch aufgefressen. Das wird so lustig, Leute. Sehr gut. Oh, oh, ey. So, zack. Piranhas, kommt her. Und jetzt alle, ihr stinkt, Junge. Let's go, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen rüber zum... Lass mich durch. Zum nächsten Level. Leute, als letztes habe ich mir überlegt, müssen wir eigentlich noch unbedingt ein Lava-Labyrinth machen oder nicht, Leute? Sowas wäre doch mal richtig cool zum Schluss. Und dann am Schluss gibt es das TNT-Labyrinth. Hoho. Leute, hier gibt es dann richtig gefährliche Lava. Die werden wir hier überall platzieren. So, zack, zack, zack. Ein bisschen in die Richtung. Und die müssen halt wirklich jetzt richtig aufpassen, dass die Lava nicht berühren. Weil dann... Aua, aua, Leute. Sim Lucky ist sauer. Hier entlang. So. Zack. Hier entlang. Freunde. So. Und hier oben wird jetzt überall Lava platziert. Boom. Und dann... Ja. Dann wird hier überall an der Seite Lava sein. Und wenn man die berührt, Leute, man muss hier super aufpassen. Das wird ein richtig cooles Lava-Labyrinth. Wir haben halt wirklich nur noch ganz, ganz wenig Zeit, bevor wir teleportiert werden. Das heißt, wir machen jetzt ganz schnell das Lava-Labyrinth und dann machen wir das finale TNT-Labyrinth und dann sind wir fertig, Leute. Und das wird so krass aussehen am Schluss. Okay, Leute, Lava-Labyrinth ist jetzt auch fertig und jetzt geht's weiter mit dem TNT-Labyrinth. Und ich sage euch eine Sache, das wird richtig krass. Obwohl, warte, wir machen hier noch richtig viel Lava rein in unser Riesen-Labyrinth. Weil ihr müsst verstehen, bin ich schon fertig? Bist du schon fertig? Oh nein, wir haben noch eine Minute, Leute. Ja, ich bin fertig mit Labyrinth. Wir haben noch eine Minute, Leute. Ihr müsst verstehen, Leute, das hier vorne ist unser riesiges Labyrinth. Und schaut euch das an.
Hier vorne ist dann das erste Level von unserem Labyrinth, dann das zweite und dann das Lava-Labyrinth. Und jetzt kommt es zum TNT-Labyrinth, Leute. Wir machen hier unten überall Lava hin. Boom, Leute. Jetzt machen wir hier einen richtig coolen Lava-Parcours. Und dann geht es zum finalen TNT, Leute. Und das wird ultra spannend. Denn da ist die finale Entscheidung, welches Labyrinth das Beste ist und was das Schlechteste ist. Kommt, Leute, wir müssen jetzt ganz schnell nur noch 30 Sekunden, Leute. Ganz schnell das Ende hier hin machen. So, zack, zack, zack. Parcours zu Ende bauen und dann das TNT platzieren. Leute, hier vorne müssen meine Freunde jetzt final entscheiden, wer besser ist. So, hier vorne das fette Schild hin. Einmal Ukri hinschreiben und einmal hier vorne. Nee, nicht in dieser Farbe, Leute. Das ist natürlich die beste. Warte mal, habt ihr das gesehen? War das dem Lucky? Der spickt schon. Oh nein, warte mal. Hier vorne schreiben wir. Das ist Nelly, die spicken ja alle. Alter, ich habe die gerade drüber fliegen gesehen. Habt ihr das gesehen, Leute? Die haben gespickt. Die kleinen Cheater, die kleinen Cheater. So, die müssen sich entscheiden, wer ist besser, The Blucky, Billy und Nelly oder Ukri. Und wisst ihr was? Die richtige Entscheidung ist natürlich Ukri. Die wird natürlich in die Freizeit führen oder eben halt in die Freiheit führen. So, zack, boom, Leute, aufmachen. Und dann, hier vorne ist die Freiheit, Leute. Meine Freunde haben es endlich geschafft und haben die Belohnung sich hart verdient, Leute. Natürlich hier in der Kristalltruhe. Ist eine krasse Belohnung für jeden am Start. Bisschen Redstone, bisschen Amethysten, weil, ja, ihr wisst, Nelly mag richtig Amethysten. Und dann einmal für Billy ganz viel Poops. So, finden wir hier irgendwo Poopshaufen. Hier vorne, ah, das sieht doch aus wie ein Poopshaufen. Und das packen wir jetzt alles hier rein. Einfach als Belohnung, Leute. Ganz viel für den Poops, ganz viel hier Redstone für Simlucky und ganz viele Amethysten für Nelly. Let's go! Und wisst ihr was, wenn die sich für die falsche Seite entscheiden, dass Simlucky Billy Nelly Labyrinth besser ist, dann, Leute, wird natürlich was Schlimmes passieren. Nämlich das finale TNT wird explodieren. Das Illuminati TNT. Dim, dim, dim. Oh ja, ihr habt richtig gehört, Freunde. Ich bin echt gespannt, was das für eine Explosion zeigen wird. Oh Mann. Oder Leute, wir packen da einfach zwei TNT hin. Boom, einmal das hier und einmal dieses TNT. Keine Ahnung, was es ist. Und ich würde sagen, die Zeit ist vorbei. Wir werden teleportiert. Wow. Wow. Wir wurden teleportiert in die Box. Und Leute, warte mal. Hier vorne sind jetzt die Knöpfe. Ich glaube, die jemanden steht für Ukri, aber das kommt ganz am Schluss, Leute. Wir fangen hier unten an bei Nelly. Was sollen wir Nelly als erst machen? Let's go. Nelly? Ich würde schon sagen, Nelly ist am schlechtesten. Okay, Nelly, wir gehen als erst zu dir, ja? Junge, Nelly, hör auf zu tanzen. Wir gehen da jetzt rüber. 3, 2, 1 und drauf drücken. Let's go. Wir wurden schon wieder teleportiert zu Nelly. Ey, Leute, das heißt, hier vorne ist Nellys Labyrinth. Nelly, zeig mal her, was hast du gebaut? Wir müssen jetzt versuchen, da reinzukommen und... Stopp. Ich zeig euch jetzt im Labyrinth. Okay, zeig her. Ich bin schon gespannt. Okay, wir gehen mal rein. Ey, Leute, ich hoffe, hier ist keine Falle oder sowas. Ich gehe als erstes rein, ja? Wir haben drei Herzen. Es ist voll easy. Ja, ich verfolge dich einfach, Ukri, okay? Warden, lila Labyrinth hier. Simlucky geht andere Richtung. Ey, pass mal auf, Junge. Ey, ich glaube, bisher sind wir ganz gut unterwegs. Ist hier der richtige Weg? Ukri, ich glaube, warte mal. Ich gehe links lang, Ukri, okay? Ich habe Zombies gehört, oder? Warte mal, ich gehe rechts lang, okay? Wenn du links lang gehst... Leute, Speedrun, Junge! Boom, 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 boom! Hier ist nicht, Ukri, hier ist nicht! Freunde, hier lang, hier lang. Hier lang? Ja, hier lang, glaube ich. Warte mal, hier ist die Kiste. Da ist einmal Lava und einmal rechts ist Wasser. Und wo müssen wir lang? Hä? Nelly, was ist das? Warte mal, da vorne ist... Ich gehe da lang, Junge! Lol, das war Fake-Lava. Ich verbrenne gar nicht, lol. Hier ist die Kiste. Ukri, ich gehe mal in diese Wasser. Das riecht krasse Rüstung drin. Junge, das andere war Fake-Wasser. Ja, da war... Hä, das macht ja auch Sinn, weil beim anderen war ja nicht mal irgendwie Rüstung oder so drin. Boah, hier ist richtig krasser Loot drin. Okay, Leute, nimm mal den Loot aus der Truhe. Und jetzt würde ich sagen, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Müssen wir hier vorne irgendwie kämpfen oder sowas? Was meinst du? Niemals. Alter, ich habe irgendwie Zombies hier im Labyrinth gehört. Oh nein, ich habe Angst. Hä, wir finden einfach den Ausweg nicht. Warte mal. Hä, Billy? Ukri, bist du dir sicher, dass hier nichts ist? Warte mal, denkst du, hier vorne ist ein Fake-Eingang? Wo bin ich, Ukri? Du hast gefunden. No. Lol. Wo, hä? Geheimer Weg. Bisschen geheimer Weg. Ah, vor allem runtergefallen. Leute, Hilfe, Hilfe. Hier sind ganz viele Zombies. Hilfe. Ukri, Billy, Simlucky. Was steht da, was steht da? Und, hä? Was steht da? Let's go, Rainer. Ukri, Simlucky. Und cool. Nein, ich bin cool, Junge. Ich werde die alle besiegen. Komm her. Kämpf, Ukri. Ich helfe dir. Simlucky, helf uns auch. Ja, schaut ja, Alter, hier war einfach eine Falle. Ich bin hier runtergefallen. Ich habe mich so erschrocken. Jetzt müssen wir hier durch. Ah, ja, wir haben ja alle eine Druckplatte bekommen. Hier, zack. Zack, und durch da. Let's go. Alter, ist der Parcours cool.
Hier geht's irgendwie nicht lang. Vielleicht hier hinten? Hm? Mhm. Jump hier auch nicht? Barrieren. Hä, wo geht's weiter, lang? Mann? Das ist das schwierigste Labyrinth aller Zeiten. Ach, hier ist das, Freunde, hier ist was. Hier ist was. Pass auf! Oh, Leute, ich hab zwei Herzen, Alter. Du hast den ganzen Labyrinth gesprengt. War das extra, Lally? Oh, was? Ich glaub, das war nicht extra. Oh Mann, aber haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Alter, das war nicht extra, Lally. Oh Mann, warte mal, hier geht's weiter. Okay, hier sind drei Wege, also da ist ein Weg, da waren wir schon. Right, right. Hier durch. Let's go. Rein. Sicher, Billy? Geht dann lieber nicht lang, Leute. Das war richtig. Oder? Nein, das war falsch. Komm nicht hin. Nein, nein. Boah, wow, alles ja, für mich. Das war richtig. Extrem schlecht im Lügen. Das war richtig. Oh, let's go. Wir haben es geschafft. Das ist ein Klärpups. Das ist für Billy. Oh. Die Belohnung für Billy ist da einfach kontaminiert, Junge, damit die hier nicht so stinkt, Alter. Damit man nicht reingeht. Das schmeckt so gut. Boah, ist das eklig, Alter. Billy, magst du das wirklich einfach Pupsi? Oh Mann, Leute, der. Ja, klaro! Der kriegt die ganze Zeit Schaden mit der Pupsbubble. Ey, Nelly, das war echt cool, Leute. Ich würde sagen, ne? Ihr bewertet jetzt in den Kommentaren, wie ihr das Labyrinth von Nelly fandet. Ich sag euch ganz ehrlich, meins wird doch viel krasser. Und jetzt würde ich sagen, Leute, jetzt einmal bewerten, wie ihr das Labyrinth findet. Wie viele Punkte gibt ihr? Von 1 bis 10. Nelly, wie viele Punkte? Ich gebe dem Ganzen. Alle mein Labyrinth. Ich gebe dem Ganzen. 7 Punkte. Also ich bin ehrlich, abgesehen von diesem Fail hier, auf jeden Fall eine gute 6 von 10. 6 von 10. Und wie viele gibst du zum Lucky? Also Uchre, Nelly, weil du es bist, kriegst du von mir glatte 10 Punkte. Du bist die Crush auf die Leute. Der gibt dir extra viele Punkte. Also, Nelly hat insgesamt 23 Punkte. Das heißt, Leute, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Labyrinth und mal schauen, ob Miles am Schluss mehr Punkte kriegt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wer für euch der Gewinner am Schluss ist, Leute. Unbedingt abstimmen. Und jetzt würde ich sagen, ab in die Box, let's go. Wow, wir haben uns schon wieder teleportiert, Leute. Und ihr wisst, was es heißt. Wir werden jetzt rübergehen zu... Warte mal, was ist Goldenes? Lucky, bist du das wegen deiner Krone? Ja, ich bin nicht Lucky. Ich bin King, Alter. Natürlich, wem gehört sonst Gold? Okay, gehört, aber die Diamanten sind cooler. Dann würde ich sagen, let's go rüber zu dem Lucky. Let's go. Wir haben uns teleportiert auf die rote Seite. Das heißt, wir sind jetzt bei diesem Lucky. Und jetzt bin ich echt gespannt, was hast du gebaut, Lucky? Junge, ist das ein Dublabyrinth oder was ist das, Junge? Was ist das wer hat da ist ja richtig dran klein. Gemacht, Leute? Wer war das? Ich weiß nicht. Pups in den Labyrinth gemacht. Okay, nein, wir sagen, lass uns versuchen, da reinzukommen, okay? Also, ich werde direkt dieses Ziel finden. Aua. Ich hab direkt ein Herz verloren. Ach, dann bin ich jetzt das erste Mal ernsthaft draufgegangen. Ich gehe nie wieder vor. Bitte, jetzt gehst du mal vor. Ich will niemals draufgehen, Alter. Jetzt gehst du mal vor. Profi, let's go. Nee, wie warst du da oben? Okay, man muss da rüber hüpfen wahrscheinlich. Was ist das hier rechts? Ich gehe mal hier den rechten Weg. Wie vorne ist die Truhe? Ich steck da drin. Alles okay da, Ukri? Aua, ich komme da nicht rüber. Ich hab mir geholfen. Okay, sonst wärst du gerade draufgegangen. Nee, Ukri, ich helf dir. Ah, Billy, deine Erziehung. Du bist so ehrenlos. Du bist so ein Fiesding, ne? Ganz ehrlich. Nee, nichts tut dir leid, Alter. Ich will die Kiste hier looten. Was ist da drin? Komm ich da irgendwie ran? Nee, was ist da drin? Aua. Lass uns mal die Kiste öffnen. Was? Nelly, da ist einfach Rüstung drin. Oh, sie ist drauf. Komm mit. Nelly, wir müssen es schaffen. Junge, ich komme da nicht durch. Das ist so schwer, Alter. Aua. Nee, ist nicht okay. Man muss einfach froh sein. Alter, was geht ab, Junge, mit meinem Kopf, Alter? Ich habe heute mein Labyrinth ist zu gut. Oh, nein. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Und jetzt nehme ich mir die ganzen Loot raus. Nelly, bin drauf. Okay, passt auf. Ihr braucht Loot, aber wozu werdet ihr gleich noch früh genug erfahren? Okay, ich esse mal schnell einen Goldapfel, Leute, weil ich habe richtig wenig Leben. Alter, Junge, ich stecke hier die ganze Fest in der Alter, ich habe keine Lust mehr. Das Labyrinth ist so schwer, Junge. Ich hab 3 Herzen, hast du schon lange verloren, ne? Nee, ich hab extra Herz, Leute. Habt ihr vergessen? Alter, machen die viel. Leute, hab ich da reingeschubst. Was macht ihr da? Junge, das ist so schwer, Alter. Weil er hat so ein schweres Labyrinth hier gebaut mit vielen Stacheln und alle. Leute, sag das einfach. Nein, da geht's gar nicht lang. Oh, Mann. Hey, wie kommen wir denn da entlang? Warte mal, ich muss hier ein bisschen cheaten, Leute. Ja, das verrate ich euch nicht, ne? Warte mal, lass uns mal... irgendwas ist dort rechts, oder? Komm mal hier, wie lang? Stopp.
Hört auf, hier zu spicken, Leute. Hört auf, hier zu spicken. Alter, du bist so nervig mit deinen Gassen. Kann ich irgendwie hochfliegen? Nur weil du schlecht bist, sagst du, ich bin nervig? Ey, Uri, ich glaube, wir müssen noch mit dorthin, wo wir gerade eben waren, bei der Truhe. Leute, ganz ehrlich, oh Mann, ey, Sebaki, dein Labyrinth, ich muss ehrlich sagen, ist super sicher, Junge. Wir finden einfach nicht den Ausgang, Alter. Ganz genau. Junge, Ukri, wie hast du das geschafft? Junge, ich dachte, was macht zum Lucky da? Ich hab gesehen, dass Lucky da ist. Haha, let's go. Geholfen, ich bin aber, so ein Leute, Pro. Was ist das denn? Das war's noch lange. Links oder rechts lang? Nelly? Nelly, ich geh lieber mit Ukri, bin ich ganz ehrlich. Alter, ich hab Leute, ich sag euch jetzt eine Sache, okay? Ihr müsst die richtige Kiste finden. Das ist jetzt euer Ziel. Die Kiste, lass uns sie öffnen. Was ist das? Das ist keine nette Kiste! Hilfe, Nelly! Hilfe, Leute, dafür habt ihr auch die Rüstung bekommen, ihr Noobs. Alter, ich hab dich beschützt. Ist das hier etwa eine Fake-Truhe? Nein, oder? Das sind ganz viele Leute! Hilfe, rennen! Zwei Herzen. Schnell, irgendwie raus. Da kommt ihr nicht durch, ihr müsst die richtige. Ich hab den Code. Woher hast du einen Code? Nee, hast du gefunden? Junge, ich bin draufgegangen. Aber ich hab den. Wo hast du den Code gefunden? Okay. Wo hast du ihn gefunden? War in der Kiste drin, wirklich. Nein, Leute, ihr habt die falsche Kiste gefunden. Ihr müsst die richtige Kiste finden, okay? Vorne? Ganz richtig. Nee, das ist nicht die richtige Kiste. Aua! Code ist 5858. Hä, wo hast du die richtige Kiste gefunden? Vertrau mir einfach, ich hab's gefunden. Ich muss Gold abfesseln. Aua. Oh Mann, Leute, was soll das? Leute, wo ist die Kiste mit dem Code, Junge Billy? Das war nicht hier die richtige. Ganz viele Ich hab den Code. Los. Warum ist der Redstone, Leute? Das ist der falsche Code. Bruh, ist falsch. Ist falsch. Junge, ihr habt doch gesagt, ist falsch, Leute. Das war fake. Die Kisten waren Nelly, fake. Was machst du da? Da unten war Redstone oder? Hoch rein. Schau dir das an. Das ist die richtige Kiste. Leute, ihr habt endlich auf 10.000 Jahre geschafft. Zeig den Code, Billy. Zeig den Code. Ich hab 7. 4 mal die 7 hast du eingegeben. Oh yeah. Funktioniert. Oh yeah. Ihr habt es geschafft. Oh ja. Let's go. Okay, damit würde ich sagen, das war echt super sicher, das Labyrinth. Wie viele Punkte gibt ihr? Das war zwar super klein, aber auch super krass, muss man ehrlich gesagt sagen. Deshalb gebe ich dem Ganzen einfach 8 von 10 Punkte. Billy, so wenig. Billy, wie viele Punkte gibst du? Ich gebe dir Gott sei Dank auch eine 6 von 10 wie Nelly. 10. Und Nelly, wie viele Punkte gibst du dem Ganzen? Punkte, das war ultra sicher. Weil dem Lucky mir auch 10 Punkte gegeben hat, gebe ich ihm auch nette 2 Punkte. 2 Punkte? Nelly, das ist ja fair. Sie hat dir Kopf gegeben, Junge, sie hat dir Kopf gegeben. Okay, das heißt, insgesamt hat zum Lucky einfach 16 Punkte, Leute. Nicht schlecht, aber warte mal. Nelly hat also sozusagen einen Punkt. Nee, Nelly hat viel mehr Punkte als du gehabt. Junge, die hat dich ja, nur weil genommen. Die mit 2 Punkten gegeben hat. Junge, die war Nelly, besser als du. Unfair. Okay, wir werden jetzt hier, Leute. Let's bei go. Mir oh, Leute, wir wurden teleportiert. Und, Nelly, was machst du da? Alles gut mit dir, Nelly? Nelly, alles okay? Okay, wow, ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu Billys Labyrinth. Warte mal. Leute, was geht bei euch ab? Hey, guck mal hier, was ich kann. Und, warte mal, hier. Ich mach den Gritty! Grab food! Okay, jetzt ist aber nochmal richtig spannend. Wir teleportieren jetzt rüber zu Billy! Let's go! Wow, wir wurden teleportiert, Leute. Das heißt, wir sind jetzt bei Billys Labyrinth und das hier auf der grünen Seite. Labyrinth, ich hoffe echt, dass es Labyrinth, was es gibt. Leute, seid ihr sicher, Junge? Ich glaube nicht, dass Billy, du hast bestimmt wieder so ein Noob-Labyrinth gebaut. Aber mal schauen, vielleicht hast du dich gebessert, Junge. Vielleicht ist der Boss jetzt krasser, Junge. Das ist offensichtlich, hier sind ganz viele Bilder. Nein, das ist nicht. Junge, okay. Ich hab's gefunden, aber warte mal, ich wusste es, die vorderste Falle. Das ist fake, Junge, Alter, ich hasse es, Leute. Hört doch auf, mich immer reinzuschubsen. Junge, ich wusste es, dass es eine Falle ist. Ganz ehrlich, und du schubst mich da rein. Ich bin da nicht mal reingegangen. Ja, Leute, ich hab bei meinem Labyrinth genau das gleiche. Nix. Okay, ich würde sagen, ihr werdet gleich ja noch mein Labyrinth sehen. Und ich hab das Gefühl, das ist das krasseste von allen. Weil meins ist tausendmal so groß wie von euch allen, Leute. Aber ich würde sagen, Leute, lasst alles hier abchecken, okay? Vielleicht ist ein geiler Gang. Hier muss irgendwo der richtige Eingang sein, wenn da der Fake-Eingang sein. Vorbeigelaufen. Hä? Wie? Gehört. Was? Nein, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, nein. Wo ist denn der richtige jetzt? Junge, sind die los, Alter? Hä? Du hast den Knopf versteckt, Alter. Was? Was? Ich hab nichts gesagt. Du hast echt den Knopf versteckt. Ey, Leute, habt ihr mich geöffnet? Let's go. Alter, wie cool. Alter, das war richtig krass gemacht.
Was ist das? Ich helfe dir, Lilly. Aua! Für dich immer. Fake-Wasser, aufpassen, Leute. Okay, wo geht's lang? Links oder rechts? Oh, Mann, das ist so spannend. Das ist echt ein gutes Respekt. Das ist so spannend, Leute. Ich weiß, natürlich. So, und jetzt müssen wir erstmal den richtigen Gang suchen. Alter Junge, ihr habt keine Chance. Aua, 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 aua. Oh Mann, seid ihr euch sicher, dass das der richtige Weg ist? Ja, das ist der richtige Weg bestimmt. Oder vielleicht auch nicht. Das kann jetzt ewig dauern, Freunde. Das kann so lange dauern. Alter, das ist so krass, Junge. Dieser Parcours, dieser Labyrinth. Nein, das ist so krass, Juri. Alter, hieß einfach eine Warte, wo geht's lang, Leute? Soll ich ein bisschen cheaten mit F5? Okay, ich geb dir einen Tipp. Du musst es die andere Seite nehmen. Ah. Nein, jetzt bin ich die ganze Zeit falsch gegangen. Oh, Mann. Junge, jetzt musst du wieder alles, was du heute machst. Oh, egal, was, ich schaff das. Ey, ich werde die ganze Zeit hier vergiftet. Damit, Leute, wir bauen das jetzt weg, hier, diese Stacheln. Und wo? Hier lang, oder was? Schuld. Leute, ja, was Gott, macht ihr da hinten? Wir haben den Gang schon lange gefunden. Kommt mal mit. Ich schaffe es. Let's go! Ja, wir haben Ausweg gefunden. Was ist das denn? Oh nein, Team Tiro. Nelly, was? Oh nein. Nelly. Junge, du bist ja komplett draufgegangen. Okay, pass auf, nicht, dass du dich wieder reinschubst. Okay, schnell. Das war cool, Leute. Nelly ist, das war lustig. Nelly, tut mir leid, aber das war echt lustig. Und jetzt schnell rüber, Leute. Ich hab's alles. Und Uri hat's geschafft. Warte mal, hier ist Sackgasse. Ladies first, Nelly. Hat's nicht geschafft, das war ein Prank. Nein, Nelly, hier ist Sackgasse. Oh, was machst du? Hier war eine Sackgasse. Nelly. Ich glaube, da geht's lang. Geh mal in die Richtung, sind Lucky. Geh mal nach vorne hin. Schau mal, ob da richtig ist. Okay, ich sehe das im F5-Modus, dass das nicht richtig ist. Hey, dann da? Warte mal, ich renn da hin und komm schon schnell. Ist richtig. Ey, Ukri, da! Nein, bitte mal. Es war so knapp, Leute. Egal, komm. Ganz schnell nochmal rein. Egal, komm. Komm, jetzt ist doch mal. Jetzt müssen wir es schaffen, okay? Ja, ja, alles gut. Jetzt schaffe ich es aber wirklich, Leute. Schnell. Ich habe es eben fast geschafft und ey. Hast du den Eingang auch zugebaut? Nee, habe ich nicht. Ich okay, da muss ich irgendwie reinkommen. Warte, Leute, ich versuche jetzt hier um die Ecke, Junge, und... Ja! Oh Gott! Ja! Bitte nicht! Oh, so Nein! Musst du dein Leben verlieren? Nein! Das war's komplett, Ukri! Oh, Mann! Wow, Simlucky hat's auch geschafft und Ukri, auch. Ich war so krass, ich bin der Einzige. Du musst rechts springen, mach so eine Runde, dann spring hier drauf, dann komm hier rüber. Komm, ich helfe dir, Ukri. Komm schon! Alter, ich versuch's nochmal. Einfach hier rum, warte mal. Und sicher, dass du schaffst? Das easy, ist doch wirklich. Easy. Ha, wirklich geschafft. Alter, da war noch so wenig Tintin übrig, aber ich hab's geschafft. Hier ist ein unsichtbarer Weg. Nee, tut mir leid für dich, aber. Hier, nein, ich dachte, du fällst drauf rein, Ufi. Nein, ich bin Profi. Oh Mann, hier rüber. Okay, oh, jetzt hier, Der ist so unmöglich, der Sprung. Ultraschwere Sprünge jetzt. Muss ich da wirklich hin? Oder gibt's irgendwas? Genau. Und, warte mal, was macht ein Vogel hier? Komisch. Gibt's den anderen Weg? Alter, das sieht voll weit aus, Leute. Mal schauen, ob ich's schaffe und. Oh, ich trau mich nicht. Okay, mach nicht. Ich bin da doch auch schon drauf gegangen. Das ist bestimmt irgendein Fake-Dings, oder? Okay, warte mal. So, zack. Jetzt hast du einen Vogel auf deinem Kopf. Hey, du hast einen Vogel. Ey, vielleicht kann ich das. Nee, versuchst du mal. Und das war's. Brad. Was machst du hier? Das ist unmöglich. Hä? Wie schaffst du das Strike, ey? So, jetzt nochmal, Leute. Kommt schon. Ich muss schaffen. Du schaffst das. Ellie und Sam Lucky haben es auch geschafft. Ja, let's go. Und boom. Alter, der ist auch schwer. Was war das denn, Alter? Warte, jetzt aber. Und, Junge, der ist zu schwierig, Ukri. Der macht so schwierige Sprünge. Ukri hat es geschafft. Ich bin Profi, offiziell. Ich hasse dich, Ukri. Ich hasse dich, Junge. Aber egal, wir haben Checkpoint. Komm. Junge, er macht es auch unmöglich, ne? Ach, das ist so richtig schwer, Alter. Ja, genau, Alter. Was ist das für ein schwerer Sprung? Ukri. Oh, hat du das geschafft? Ich habe dafür selber richtig viele Versuche. Ja, Junge, ich bin Profi, Alter. Was sagst du? Junge, das mache ich nicht. Ey, Leute, komm mir hier erstmal rüber und dann helft ihr mal. Okay, das ist unmöglich. Die schaffen es alle nicht. Okay, ich warte mal, bis ihr hier hinkommt. Junge, Billy, wie schwer willst du es machen, Junge, Alter? Ukri, das ist doch unser Ziel, Alter. Egal, weißt du was? Bei mir ist gleich noch schwieriger. Vertrau mir, das ist richtig krass, ja. Bist du denn sicher, Alter? Siehst du nicht, was ich hier gebaut habe, Alter? Yo! Junge, Simlucky schafft die ganze Zeit den Leichtersprung hier nicht. Simlucky, jetzt. Boah, der ist so unmöglich. Also ehrlich, Ukri, wie hast du den geschafft? Junge, ich weiß, ich habe den First Try geschafft. Ich weiß selber nicht. Ich hab's auch geschafft, Alter. Nelly, solange Simlucky hier verkackt, helf mir mal bitte, Nelly, okay? Du musst hier vorne das hochmachen. Du musst hier vorne hochmachen, bitte. Okay, sehr gut. Oha, ihr macht Teamarbeit hier. Ja, okay, jetzt Nelly, komm du rüber.
Ich cheat jetzt rein, Digga. Du hast gecheatet. Hey. Mach ich nicht. Kein Beweis. So, mach mich hier oben. Hä? Hat der echt gecheatet? Leute, hat der gecheatet? Es gibt jetzt alle nochmal zurück, Freunde, und schreibt mal in die Kommentare, ob Simlucky gecheatet hat. Ne, eins, wenn Simlucky gecheatet hat. Hab ich nicht. So, das ist Karma. Das ist Karma, das zahle ich dir ein. Ich kann dir nicht helfen, warte. Meinen eigenen Parcours helfe ich euch, okay? Und komm schon. Ja. Jetzt Nanny, komm drauf, Parcours drücken. Helfe ich euch. Bam, hier. Ich bin der Hilfe. Beste. Ich bin Platz 1 und ich schaff's als erstes. Und so, jetzt kommen wieder ein paar schwere Sprünge. Alter, du bist so fies, Biene. Nee, Simlucky, schieß dich nicht runter, okay? Junge, da vorne ist mein Riesenlabyrinth. Drache. Aber Okri, was machst du da? Egal, alles gut, ich schaff das nochmal. Ich schaff das. Hä? Wo ist die Leiter hin? Leute, nochmal. Nochmal on point, boom, Alter. Easy, Junge. Okay, das ist geschafft. Ich sag doch, ich bin der beste Spieler. Jetzt musst du, sicher, dass es der richtige Weg war. Digga, Billy, was ist das hier wieder? Ey, okay, schau mal, hier ist auch ein Weg. Ja, ey, du gehst und, lang, ich check's nicht. Guck mal, ob da vorne ein Weg ist. Guck mal bitte. Ja, okay, hier rechts, warte mal, das ist richtig. Ja, easy und ja, jetzt. Oha. Ey, Junge, Billy, immer du mit deinen Leitersprüngen und so. Ja, easy, ey, easy, gar kein Problem. So, unser Ziel war es, so schwer wie möglich den Parcours zu machen. Und ich sag nur so, Simlucky, du bist falsch. Und Ukri, du bist auch falsch. Hä? Junge, Nelly, du bist gar nicht richtig. Warte mal, Nelly muss mit Boostpads da zu diesem Eisding kommen, oder was? Ich hab Crush auf Nelly. Nein. Nicht so. Schau mal. Ey, Leute, ich helfe euch, okay? Nein, ich hab es gar nicht gesehen, Mann. Egal, komm, jetzt hab ich's gesehen. Schaltet eure Augen ein, Alter. Wo bist du? Sprung so weit, dann bist du unmöglich. Das ist unsichtbar. Das ist nicht unmöglich, das ist easy. Klar ist unmöglich. Und zack, let's go. Was war das? Ja, Billy sagt mir sofort in dein Boot, Alter. Rein. Komm rein, Junge. Easy, schaff das. Cheaten, Alter, hier, Freestyle. Let's go. Freestyle ohne Beat. Mach bloß keine Fakten. Mach Junge, wir schaffen es wirklich. Ey, aufpassen. Alter, ich bin der Beste, Junge. Let's go, Nelly, noch nicht fertig. Nelly, nicht cheaten. Nein. So kann ich nicht locken lassen, Alter. Ey, wisst ihr was? Schreit ihr nochmal weiter. Ich schaff das jetzt hier. So, zack, hier lang. Okay, perfekt. Und jetzt kommt ihr zum Endgegner. Ein Water-MLG. Genau hier runter. Alter, okay, Billy, Junge, übertreib's halt. Da oben kann man auch hinspringen, Billy. Hier, boom. Easy. Hä, was ist das? Warte mal. Billy, willst du das Prank? Hier ist eine Redstone-Truhe. Ich sehe das doch. Nein, ist was ist da drunter? Nein, da ist keine Redstone-Truhe. Egal, weißt du, was da drunter ist? Und jetzt. Oh, Power! Was war da drin? Oh nein. Bitte nicht, das krass, TTR-Zeiten. Passiert was? Oh nein. Leute, das TT ist nur drunter. Achso, let's go. Ich hab's überlebt. Let's go, ich hab's geschafft. Und damit würde ich sagen, Leute, jetzt in den Kommentaren abstimmen. Wie fandet ihr Billys Labyrinth? Denn jetzt kommen wir gleich zum Finallabyrinth. Leute, jetzt einmal abstimmen. Ich gebe dem Ganzen... bisher war das Beste 9 von 10 Punkte. Simlucky, wie viele Punkte gibst du? Okay, ich gebe 1000 Punkte. Ich meine, 1 Punkt. Ein Punkt? Warum nur ein Punkt, Alter? Das heißt, du bist 10 von 10. Nelly, wie viele Punkte gibst du? Ich gebe genau, lass mich überlegen. Billy ist voll süß. Das heißt. Ja, ich weiß. Billy, wir sind mal nett, okay? 2 Punkte. 2 Punkte? Ja, Junge, Nelly, was ist da los? Nelly macht so fiese Punktzahlen. Nee, aber ganz ehrlich, Billy, das heißt, du hast insgesamt einfach nur 12 Punkte und bist damit der letzte Platz? Billy, nein. Wie sollen sie... Ey, Billy, nee, tut mir echt leid. Das war Spaß, Billy. Du kriegst von mir... Junge, ich hab mir so viel Mühe gegeben. 6 Punkte, so viel du mir Punkte, hast. 8 plus 9 sind einfach 17. Das heißt, du bist jetzt 1 über Simlucky. Du bist... Ja, let's aber go. Jetzt, Leute. Junge, Nelly hat einfach 23 Punkte. Die ist komplett on top. Okay, Leute, also merkt euch, Simlucky hatte 16 Punkte, Nelly 23 und Billy hatte 17 Punkte. Jetzt kommen wir zu meinem Labyrinth. Aber das Wichtigste ist, wie viele Punkte ihr uns gebt. Das Wichtigste ist, wie viele Punkte ich habe und wie viele Punkte ihr gebt. Schreibt in den Kommentaren. Leute, seid ihr bereit? Wir haben jetzt eine Chance noch, ja, hier Nelly zu überholen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich muss über 23 Punkte erreichen. Und dann habe ich es geschafft, Leute. Ich würde sagen, wir werden jetzt zum Finallabyrinth teleportiert. Und das wird so lustig. Schaut um jetzt noch unbedingt bis zum Schluss. Let's go! Wir wurden teleportiert, Leute. Simlucky, Nelly, Billy, seid ihr ready für das letzte Labyrinth und das krasseste? Schau mal, wie riesig das ist! Ukri, du weißt schon, dass das aber nicht der Eingang ist, oder? Doch, das ist der nur der Eingang. Ey, hier ist gar kein Eingang, Leute. Hier ist gar kein Eingang. Hä, was meint ihr? Let's go, Reiter!
Alter. Komm, okay, genau, komm. Ich bin hier rein mit dir. Ciao, ciao. Du bist einfach hier frei mit dir, Bruder. Junge, du bist ein Cheater, Alter. Schon verkackt, Junge. Das war ein Feldeingang. Warte mal, hä? Das war natürlich ein Feldeingang. Dann geht's ja nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Ja, natürlich ist das eine Sackgasse, das war auch ein Fake-Eingang, Leute. Der richtige Eingang ist woanders, aber du musst ja erst mal finden. Wo ist der richtige Eingang? Wo soll der richtige Eingang? Das dauert ein bisschen. Leute, ich kann's euch schon mal verraten, ihr wisst ja, wo der Eingang ist. Hier vorne. Und übrigens, solange meine Freunde den Eingang suchen, schreibt ihr jetzt in die Kommentare unbedingt, welches Labyrinth das beste war, okay? Eine 1, wenn ihr Nellys Labyrinth am besten fandet. Eine 2, wenn ihr Simlucky am besten fandet. Eine 3, wenn ihr Billys am besten fandet. Und eine 4, weil ich bin ja Nummer 4. Okay. Dann eine 4 in die Kommentare, wenn meins das Beste ist. Ihr wisst ja schon, wie meins aussieht. Kannst du aufhören zu reden, Ukri, bitte? Ja, kann ich. Aber schreibt jetzt unbedingt alle in die Kommentare. Alle abstimmen. Oh nein, ihr habt's gefunden, oder was? Freunde, hier vorne. Obwohl, ihr wisst doch nicht, wo der Eingang ist. Guck mal, ja, wir haben's gefunden. Simlucky, ich soll das nicht abbauen, Junge. Ihr müsst gucken, was diese Schilder euch verraten. Leute, ich hab was gefunden. Ja, ich hab gefunden. Yo! Du hast den Knopf gefunden. Jetzt musst du ihn irgendwo platzieren. Und jetzt musst du ihn platzieren. Da, wo es jetzt hinzeigt. Let's go. Richtig. Und jetzt, Leute, viel Spaß beim Labyrinth des Todes 3000. Das wird so krass. Oh? Das ist das krasseste Labyrinth aller Zeiten. Schaut euch das an. Einfach, Leute, seht. Leute, geht nicht in F5 rein. Junge. Was, Ukri? Ukri, wie lange soll ich hier Prinzessin, Alter? Oh, ich bin eingesperrt worden. Junge, Nelly wird eingesperrt, da kommst du nicht mehr raus. Und Billy passt auch hin. Was ist das für ein Zock? Nix Schlimmes. Nee, dann lass mich raus. Lass mich raus. Ich helfe dir. Er hat ihn einfach gerettet. Kein Ding. Simlucky ist ein Superheld. Er hat einfach so Billy gerettet. Okay, Nelly, entspann dich. Ich lass dich da raus. Alles gut, komm. Ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du dann nochmal feststecken bleibst, dann lass ich dich nochmal raus. Und hier Gefecht schießt dich ab, Junge. Oh, nee, doch nicht. Ja, ist nicht mal die Laser? Gefecht. Leute, ihr seht ja ungefähr, das Ziel ist ja, ihr könnt ja schon mal denken, wo das Ziel ist. Seht ihr das vielleicht in der Luft? Seht ihr das, Billy? Den Beacon. Oh ja, ungefähr dahin müsst ihr und das könnt ihr euch dann ungefähr merken, aber es wird halt super schwer. Leute, wenn die bloß wüssten. Irgendwie bin ich ein bisschen misstrauisch bei der ganzen Sache. Nee, keine Sorge. Einfach nicht die Laser berühren. Ah, Nelly hat die Laser berührt. Nelly! Sie hat die Laser berührt. Das war's komplett. Nelly, alles gut bei dir? Nee, mir geht's gar nicht gut. Okay, es war wegen dir. Okay, Nelly ist sauer. Billy, komm, Leute, ich komm nicht weiter. Billy ist fast da, Junge. Ja, warte mal. Ah, dort ist ja der Ausgang. Komm, ich schaff das. Einfach ein 5, let's go. So, warte mal. Ey, was? Alter, du cheatst hier mit 5 Modus, oder was? Ja, dann hier lang. Bam, 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 let's go. Oh yeah. Nein, oh, Billy, yeah. Billy, bevor du... Ey, was macht Nelly hier? Junge, weg. Hä? Nelly, Nelly, warte, noch nicht, Billy. Warte auf die anderen noch. Warte noch auf die anderen. Warte. Na gut, okay. Du schaffst auch jetzt. Let's go. Was? Ukri. Was ist da gerade passiert? Dieser kleine, dumme, keine Mob, Alter, hat einfach meine ganze Falle in die Luft gesprengt. Junge, das war irgendwie so ein Tiger oder so, Alter. Junge, er hat mich was war das? Egal, wisst ihr was? Ich wollte eigentlich eine richtig coole Falle hinmachen, dass die alle. Aber wisst ihr was? Nee, ist mir egal. Komm, Billy, her. Ich mach. Bitte nicht! Nelly, mach einfach hier. Renn weg, Junge. Nelly, bleib mal stehen, Alter. Nelly, bleib mal stehen, Junge. Du schießt die ganze Zeit rein, Nelly. Was soll das? Alter, Nelly. Nelly, bleib stehen, Junge. Nelly, komm her, Junge! Rein da! Haha! Und Simlucky, Junge, du auch! Junge, das ist echt ehrenlos, ja, okay. Was du da machst. Was? Ich mach für euch hier einen Checkpoint, Leute. Ich wollte euch eigentlich komplett pranken. Hier vorne war natürlich nicht der Eingang. Oder was? Also der Ausgang, meine ich, vom Labyrinth. Was ist das da vorne? Warte mal, was ist das da vorne? Da müsst ihr nicht hin, Leute. Da müsst ihr ganz am Schluss hin. Ihr müsst erstmal hier zum Labyrinth. Aber dieses komische Mob hat einfach mein ganzes Ding da kaputt. Junge, Leute, warum cheat ihr die ganze Zeit rein? Was soll das? Sorry. Wo geht's lang, Ukri? Junge, bitte geh mal runter, Alter. Das ist richtig unfair. Ehrlich, das ist richtig unfair, Billy. Hör mal auf damit. Darf ich das mal öffnen, Ukri? Du darfst es auf keinen Fall öffnen, Leute. Ihr müsst es fair versuchen. Was war das jetzt mit dem Beacon? War das eine Falle? Das war eine Falle und so ein Mob hat es ausgelöst. Leute, ey, das war der größte Fail 3000. Das wird auf jeden Fall irgendwann in Highlight des Tages, Fail des Tages, Leute. Junge, so ein mieser Fail, ganz ehrlich. Leute, den hatte ich noch nie in einer Aufnahme. Okay, ey, ihr müsst einen richtigen Weg finden, aber ich sage euch eine Sache, es wird nicht so leicht. Es gibt einen anderen Weg. Es ist natürlich schwer, weil hier sind überall Fallen, Junge. Pass auf, dass sie nicht vergiftet werden. Da, wo Fallen sind, da geht's lang. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, natürlich kannst du es nicht mehr. Du bist auch ein Noob. Aber Gott, kein Mut, was redest du da? Leute, aufpassen! Okay, guck mal, diese ganzen Spikes, die du aufpassen, platzierst. Aufpassen, Leute! Das war knapp.
Ukri. Leute, schau mal, was hier vorne ist. Was ist der Fist, Baby? Das ist viele Zombies. Schnell zurück. Wir sind alle auf die Sackgasse. Billy ist tot. Billy kaputt. Billy kaputt. Und falsche Richtung. So lag ich. Was für Cheat? Ich cheat jetzt. Let's go. Sackgasse. Wie, Billy, was für Cheat? Was redest du, Leute? Ich cheat jetzt rein, Alter. Gar keine Lust mehr. Was? Wo ist der Eingang? Hier irgendwo, oder? Hör mal auf zu cheaten, Alter. Runter mit dir, Junge. Hier, nimm das, Alter. Alter, das kann nicht wahr sein. Cheaten, Alter. Warum cheatest du überhaupt? Junge, hört auf, da überall hochzureden. Ihr seid so unfair, ne? Leute, ganz ehrlich. Warum sind da tausende Babys? Ich sag mal so, ihr seid wieder an Anfang gerannt, ne? Ihr seid gerade wieder an Anfang gerannt. Ihr seid so lost, davon ist der Anfang gewesen. Ihr seid einfach zurückgerannt. Ukri? Das heißt, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, let's go! Ey, Billy, du hast doch gecheatet. Nein, ich doch nicht. Nein! Nein, niemals gecheatet. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt noch auf die anderen. Sobaki hat's auch fast geschafft. Sobaki hat's auch geschafft. Jetzt nur noch Finelli fehlt nur noch. Hä, wo ist der hin? Der ist da hinten irgendwo. Billy, Zombies, Billy. Billy, keine Chance. Wir warten nur auf Nelly, Leute, und dann gehen wir rüber zum nächsten Labyrinth. Okay, ich würde sagen, Leute, geht schnell ins nächste Labyrinth, weil sonst werdet ihr von Zombies erledigt. Schnell rein. Aber Leute, wisst ihr was? Im nächsten Labyrinth sind ganz, ganz fiese. Nicht heißig oder so, oder? Piranhas. Nein. Oh, Leute, wir müssen eine Piranha-Attacke. Schnell. Da vorne sind Piranhas. Zack! Nein. Billy schafft das, Die beißen euch. Ich schaue euch von oben hier zu, mal schauen, ob die schaffen. Leute, geht hier weg, Junge. Ihr müsst aufpassen. Ihr habt nicht viel Zeit, ne, weil sonst habt ihr gleich keine Wasseratmung mehr. Die Piranhas dann, sind so stark. Billy, sag mal so, falsche Richtung. Sackgasse. Nein. Warte mal, Billy, ertrinkst du? Billy, ertrink. Nein. Ich bekomme noch keine Luft mehr. Okay, die Baby-Zombies schaffen es hier rein. Zombies sind hier auch rein. Billy hat keine Luft mehr. Nein. Billy, du musst hier vorne auf die Druckplatte, wenn du keine Luft mehr hast. Junge, warum schlägt ihr Billy? Billy ist K.O. gegangen. Okay, Leute, ich würde sagen, Junge, hier ist einfach so ein Lucky Skelett. Die Piranhas, die haben mich aufgegessen und hier ist einfach so ein Lucky Skelett. Was? Ich hab's auch schon gesehen. Okay, das ist extrem ehrenlos. Alter, okay, die Zombies, hier sind die ganzen Piranhas. Habt ihr mal gesehen, wie die Piranhas essen? Ihr stinkt heiß. Alter, ich komm hier nicht durch, Ukri. Du hast den Weg versperrt. Ja, tja, selber schuld, ne? Okay, ich würde sagen, Leute, damit es hier ganz einfacher für euch ist, werden wir mal das Ganze hier auf den, werden wir mal die ganzen Zombies und so despawnen, weil sonst schafft ihr es nie, Leute. Ihr seid zu schlecht dafür. So, ich mache euch es einfacher, Leute. Jetzt sind die ganzen Piranhas und Zombies. Ja, Ukri, hier ist der Weg versperrt. Wie soll ich hier durch? Warum ist der Weg dort versperrt? Hast du wahrscheinlich gemacht. Wer hat hier Wattenblock da platziert? Hört doch auf damit, Leute. Okay, ich würde sagen, ihr habt jetzt eine Chance ohne den Piranhas. Oh, wisst ihr was, Leute? Wir platzieren jetzt da überall Piranhas hinter den. Hinter den Piranhas. Das ist zum Glück sind hier keine Piranhas. Wir schaffen das. Schau mal hier vorne. Ihr stinkt. Warum heißen die ihr stinkt? Snelly, richtig. Komm schon. Weiter. Falscher Weg. Leute, raus. Die Piranhas kommen. Sackgasse wurde wieder aufgegessen. Lol. Alter, die sind so klein, aber trotzdem so fies, die Piranhas. Ihr werdet es die mal schaffen, Leute. Gibt es auf. Sagt einfach, Ukri hat das beste Labyrinth aller Zeiten gebaut. Gib es zu, Leute. Du hast auf keinen Fall gewonnen. Okay, dann wie du willst, Junge. Dann versuch's doch nochmal gerne, aber du wirst es niemals schaffen. Hä? Ukri, was ist das denn für ein Mist? Lass uns jetzt einen Spawn bringen. Oh! Billy und Nelly sind ganz nah dran. Wo geht's lang, Alter? Oh nein. Nein, ich geh wieder drauf. Oh, ihr habt's fast geschafft, ihr habt's geschafft. Und Zimlaki steckt da noch fest. Zimlaki, wo geht's lang? Zimlaki, oh nein. Komm schon, oh nein. Zimlaki muss gegen Piranhas kämpfen. Zimlaki, was machst du? Zimlaki, ich schaffe es. Haha, let's go. Oh Mann, okay, solange wir auf Zimlaki wartet, könnt ihr euch schon mal das nächste Level hier anschauen. Billy, entspann dich. Nicht so schnell. Nelly verbrennt. Easy peasy. Alter, geschafft, das ist das Lava-Labyrinth. Du hast geschafft, was? Hä? Alter. Hä? Aber warum ist hier... Warum, das, wie soll ich das schaffen, hier geht's weiter, ne? Hier geht's weiter, Billy, ne? Boomer, Alter. Billy ist schon fast fertig. Ne, Zimlaki steckt da hinten fest und cheatet. Und Billy ist schon fast fertig. Okay, sag dir ganz ehrlich, weißt du was? Ich bin weiter zum Gang nach oben. Billy hat es geschafft als erstes. Was? Oh yeah.
Billy! Billy, tanz ab, Junge! Let's go! Oh yeah! Was machst du? Machst du Pupsi? Pupsi! Oh yeah! Der Pupsi-Tanz! Nein, Lucky. Der Pupsi-Tanz! Okay, ich würde sagen, Billy, wir warten hier noch auf die anderen und dann stimmen wir ganz am Schluss ab, Junge. Ihr müsst es auch mal schaffen. Wo seid ihr? Ihr seid so schlecht. Die sind, Junge, mein Labyrinth ist einfach das krasseste, Freunde. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber alle, die keine vielen die Kommentare geschrieben haben, Junge, euch kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Und Lucky, hör auf, die ganze Zeit zu cheaten, Junge. Ihr seid so schlecht. Wenn du da keinen Checkpoint machst, Junge, du hast bei mir viel öfter verloren. Ah, okay, so, dann bam, komm. Easy, gar kein Problem für mich. Hier, so, kommt, Leute, kommt alle her, kommt alle her. Wir stimmen jetzt einmal zum Schluss ab. Simlucky, wer ist besser? Simlucky, Billy, Nelly oder Okri? Oh nein, das hat ihr nicht drücken sollen. 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 Alter, was passiert hier? Explosion. Okri, danke für die ganzen Geschenke. Und damit würde ich sagen, Leute, stimmt jetzt nochmal alle ab. 1, 2, 3 oder 4. Eine 1 für Nelly, eine 2 für Simlucky, eine 3 für Billy und eine 4 für Uchi. Und ich sage euch ganz ehrlich, 1000 von 10 Punkte. Wer hier nicht 1000 von 10 Punkte gibt, dann weiß ich auch nicht mehr, Leute. Hier, Billy jetzt hat doch gewonnen. Meine Freunde, unbedingt abchecken. Billy hat natürlich auch wieder ein Video gedreht von der Bau-Challenge. Da unbedingt vorbeischauen, Simlucky auch abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, Leute, hier vielleicht auch den geheimen Kanal abonnieren, Leute. Fortnite-Kanal. Falls ihr Fortnite zockt, könnt ihr gerne da abonnieren. Let's go, Leute. Oh, machen wir auf jeden Fall richtig coole Videos jetzt mit Simlucky zusammen. Und jetzt würde ich sagen, Leute, drückt hier vorne auf die nächste Folge. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr seid die Besten, wirklich, ihr seid die Besten. Wir haben einfach schon bald 200.000 Abonnenten. Let's go, Leute, ihr seid die Besten. Haut rein, ciao, ciao.